Die Pflicht, ihr fühlt euch bald wie zu Hause. Und jetzt schauen wir mal bei Carsten vorbei. Kommt, das Büro des Hafenmeisters ist gleich dort unten. Wartet, was geht hier vor? Waffen runter! Wisst ihr nicht, wer das ist? Aber Herr, Lady Aschenwind hat befohlen... Lady Aschenwind? Dient ihr Lady Aschenwind? Ist das Lady Aschenwinds Wappen auf eurem Schild? Nein, Herr. Nein, ihr dient Kul Tiras. Ihr tragt das Wappen der Prachtmeers und ihr erhaltet eure Befehle von mir. Und jetzt Waffen runter. Lasst sie passieren. Wir sprechen in meinem Büro. Ei, ei. Lasst sie durch. König Graumähne, es ist mir eine Ehre. Es steht euch frei, so lange im Hafen zu bleiben wie nötig. Talia, bereite deine Lagebesprechung für unsere Gäste vor. Eise. Grüße. Für Kul Tiras. Catherine Prachtmeer hat uns abgewiesen und ihre eigene Tochter als Verräterin verbannt. Warum würdet ihr uns helfen? Bleibt ein Weilchen und lauscht einem alten Redherr. Vor vielen Jahren war ich in einer Schlacht. War es im Zweiten Krieg? Schwer, den Überblick zu behalten. Ein Kampfpott der Orks hatte unser Schiff getroffen. Rumpfsplitter schossen übers ganze Deck und bohrten sich in meinen Freund. Danach sollte er heimgeschickt werden. Aber er war ein alter Dickkopf. Wollte erst gehen, wenn der Krieg gewonnen war. Also hatte sich zusammengepflegt und den Highland gesagt, ihm fehlt nichts. Ein paar Tage später wachte er verschwitzt und schreiend auf. Infektionen hatten seine Gedärme zerfressen. Mein Freund erlebte den nächsten Tag nicht. Als er endlich um Hilfe bat, war es schon zu spät. Kul Tiras leckt immer noch seine Wunden vom Dritten Krieg. Und niemand hat so Tiefe wie Catherine Prachtmeer. Aber sie ist fehlgeleitet. Ihre Berater verbergen die Infektion vor ihr, die sich in unserem Königreich verbreitet hat. Das Land, das ich liebe, zerbricht. Deshalb bitte ich um eure Hilfe. Kul Tiras braucht die Allianz genauso sehr wie die Allianz uns. Ich verstehe. Dann werden wir Catherine Prachtmeer dieselbe Wahrheit eröffnen, die ich selbst schmerzlich erfahren musste. In Einigkeit liegt Stärke. Was kann ich tun?